Hallo, ich bin Galina. In diesem Video werde ich Ihnen zusammengesetzter Dreisatz erklären. Ein zusammengesetzter Dreisatz liegt vor, wenn nicht nur zwei Werte in der Berechnung eine Rolle spielen, sondern gleich drei oder sogar noch mehr. Im Prinzip machen Sie nichts Neues. Sie nehmen bei einer Aufgabe die Ausgangssituation mit Aufgabenstellungen und lösen die Aufgabe Schritt für Schritt, bis Sie das Ergebnis bestimmt haben. Am besten betrachten wir ein Beispiel. Ein Unternehmer besitzt 7 LKWs, mit denen er in 3 Tagen 1260 Paletten an seine Kunden ausliefert. Jeder LKW macht 12 Fahrten täglich. Die Frage ist, wie viele Tage würde er für einen Auftrag benötigen, bei dem er 8 LKWs einsetzt, die 10 Fahrten täglich machen und 400 Paletten ausliefern sollen. Sie sehen schon, mit dem einfachen Dreisatz geraten Sie hier an Ihre Grenzen. Ein zusammengesetzter Dreisatz bringt Sie hingegen weiter. Am besten schreiben wir alle Informationen der Aufgabenstellung noch einmal kompakt in einem Satz oder in eine Tabelle hin. 7 LKWs benötigen 12 Fahrten täglich für 1260 Paletten 3 Tage. 8 LKWs benötigen bei 10 Fahrten täglich für 400 Paletten x Tage. Nun müssen wir Schritt für Schritt vorgehen und immer beachten, ob ein gerades oder ein umgekehrtes Werteverhältnis vorliegt. Rechnen Sie also zunächst von 7 auf 8 LKWs um. Bei gleicher Anzahl von Fahrten und gleiche Anzahl auszuliefernder Paletten. So benötigen Sie 7 mal 3 geteilt durch 8 gleich 2,625 Tage. Nun berücksichtigen Sie auch die Fahrten pro Tag. Die Anzahl an Fahrten wird von 12 auf 10 reduziert. Sie benötigen also 2,625 Tage mit 12 multiplizieren und durch 10 teilen. Das Ergebnis ist 3,15 Tage. Schlussendlich müssen Sie nur noch die Anzahl von Paletten berücksichtigen. Da die Fahrzeit abnimmt, benötigen Sie 3,15 mal 400 geteilt durch 1260, also ein Tag. So haben Sie sich die Zusammenhänge klar gemacht. Dann können Sie die Fahrtdauer auch in einer kurzen Formel angeben. Ausgehend von der alten Fahrtdauer 3 Tage gilt 7 mal 3 geteilt durch 8 mal 12 Zehntel mal 400 1260stel. Und das Ergebnis ist ein Tag. Ich hoffe, ich habe Ihnen damit geholfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!